In diesem Video-Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit wenigen Klicks ein Angebot zu einer Markenüberwachung über unser System infobroker.de einholen können. Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Klems von infobroker.de und in diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Angebot zu einer Markenüberwachung einholen. Dies zu bestimmten Länderkombinationen und auch wenn Sie ein größeres Markenportfolio mit mehreren Ländern und mehreren Kombinationen haben. Wir befinden uns hier auf der Markenüberwachungsseite und auch, man sieht direkt den Link zum Angebotsformular. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und Sie werden sehen, es bedarf nur weniger Klicks, um die Angebotsabfrage abzuschicken. So, die erste Frage, die kommt, das Ganze ist in mehreren Schritten aufgebaut. Handelt es sich um eine einzelne Marke oder wollen Sie ein Angebot zu mehreren Marken einholen? Wir fangen an mit der einzelnen Marke und schauen uns dann an, wenn Sie eine bestimmte Kombination benötigen. Wir gehen auf Weiter und in der nächsten Abfrage wird nun nach dem Typus der Marke gefragt. Wir halten es mal einfach. Wir nehmen eine Wortmarke. Und jetzt kommt die nächste Frage, nämlich in welcher Region, in welchem Land oder in welcher Länderkombination soll überwacht werden. Wenn Sie jetzt also hier Deutschland auswählen, können Sie hier direkt weitergehen. Haben Sie jetzt eine bestimmte Länderkombination? Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, Sie wollen eine EU28 Marke überwachen, haben aber noch international eine kanadische und eine amerikanische Marke angemeldet. Dann können Sie hier auf anderes Land oder Länderkombination gehen und wir tragen jetzt hier ganz simpel ein EU28 und Kanada und USA. Das war's auch schon und jetzt können wir auf Weiter gehen und wir sind im Grunde genommen schon fast fertig, nämlich jetzt wird nur noch gefragt, in wie viel Klassen überwacht werden soll. Wir nehmen mal 5 Klassen und zum guten Schluss, und damit ist das Formular im Grunde genommen schon fast abgeschickt, benötigen wir noch Ihre Daten. Firmenangabe, wenn Sie ein Unternehmen sind, bitte machen. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, ganz wichtig, sonst können wir Ihnen natürlich kein Angebot zuschicken. Und hier können Sie, wenn Sie wollen, noch eine Referenzmarke eintragen, sprich wenn Sie ein Aktenzeichen oder eine Registrierungsnummer haben, dann können Sie das hier entsprechend hinterlassen. Das hilft uns dann weiter, das Ganze dann bestätigen und dann abschicken. Sie bekommen dann von uns ein individuelles Angebot zu einer Markenüberwachung zugesendet. So, im nächsten Schritt wollen wir uns jetzt mal angucken. Wir gehen mal nochmal zurück. Man kann jederzeit hier in dem Formular auch zurück die einzelnen Schritte gehen. Und wir gehen jetzt mal den Fall an, dass wir uns ein größeres Portfolio als Angebot einholen lassen wollen. Und da haben wir keine einzelne Marke mehr, sondern wir haben mehrere Marken. Klicken hier auf Weiter. Und jetzt geht's relativ einfach. Sie können direkt online das Ganze eingeben. Das macht dann Sinn, wenn es vielleicht 2, 3 Marken sind, dann würden Sie sagen, einmal Wortmarke EU28 in 4 Klassen, einmal DE Wortbildmarke in 3 Klassen und dann machen wir noch einmal AT für Österreich Wortmarke in 5 Klassen. So könnte man das dann eingeben. Wir brauchen als Angabe, um was für ein Typ Marke es sich handelt und in wie viel Klassen und in welcher Region. So, das ist das eine. Das nächste ist, wenn es jetzt doch noch deutlich mehr Marken sind, also mehr als 3, 5, 10, 50, wie auch immer, dann haben wir eine Excel-Vorlage und da klicke ich jetzt einfach mal hier drauf. Und dann können Sie sagen, Zusendung einer Excel-Vorlage für ein Markenportfolio, klicken auf Weiter und jetzt sind Sie sofort im Eingabeformular Ihrer Daten. Sie bekommen automatisch nach dem Absenden den Link direkt zugestellt zum Download der Excel-Vorlage, dass Sie sehen, wie das aufgebaut ist und dann können Sie auf diese Zusendung eine Antwort schicken mit Ihrem Excel-Anhang und wir können Ihnen dann das persönliche Angebot zusenden.
Das ist der einfachste Weg, wie Sie ein Angebot zu einer Markenüberwachung einholen können. Wir helfen gerne weiter. Wir bitten um Verständnis, dass an den Wochenenden und an Feiertagen wir nicht direkt antworten können. Aber ansonsten sind wir wirklich bemüht, binnen 24 Stunden spätestens ein Angebot zuzusenden. Sie haben noch Fragen? Dann einfach an die info@infobroker.de. Und herzlichen Dank fürs Zusehen und bis bald, sagt Michael Clemes von infobroker.de.